Hi Leute, es geht weiter mit Rise of the Tomb Raider. Bin mir immer noch nicht sicher, ob ich da oder da oder da lang soll. Hier wird auf jeden Fall gespeichert. Ich glaube, ich kann den da... Ich glaube, ich kann mich da rüberschwingen. Ich will mich da aber noch nicht rüberschwingen, denn ich will natürlich da lang, wo wir noch nicht lang sollen. Das heißt, hier habe ich den Weg freigesprengt und versuche es mal hier lang. Aber hier sieht es auch irgendwie so aus, als soll man da lang. Oh nein. Was denn nun? Doch, da ist noch ein Geheimversteck. Okay. Hier. Das nehmen wir nochmal mit. Eifriger Lerner. Ein geschnitztes Holzrelief, das den Propheten von Kitesh zu zeigen scheint. Es ist recht abgenutzt und beschädigt. Es ist nicht aus Holz aus dieser Gegend. Man kannte den Propheten nicht nur hier. Mhm. Wir haben den Prophet ja schon kennengelernt. Ein netter Typ. So, dann kann ich hier die Treppe wieder runtergehen. Will ich das denn aber überhaupt? Wollen wir das? Gehen wir hier lang? Vielleicht mit so einem... Ne? Mal wieder. Nee. Und ich bin immer zu nah dran. Bin zu blöd dafür. Also das kann man nicht aufmachen. Aber man hat es mal ausprobiert. So, und dann gab es ja noch einen Weg. Nee, der nicht. Da kann man wieder zurück. Was war hier? Aha, Münzen. Nein, keine Münzen. Oh Mann, ich denke, was sind Münzen? Wir Münzen finden, damit wir nochmal ins Lager zurück können. Apropos. Wäre es nicht sogar angebracht, das mal jetzt zu tun? Ich weiß nur nicht, ob das ein Schnellreiselager war, wo wir herkamen. Wo komme ich denn nochmal her? Irgendwo komme ich doch her. Nee, da sollte ich hin. Das ist hinter mir zugebombt, ne? Da komme ich gar nicht mehr. Wie? Ich komme da jetzt nicht mehr hin zu diesem Schnellreiselager? Das ist ja blöd. Na gut, dann hauen wir ab. Das war blöd. Das war blöd, denn ich kann hier weder den Enterhaken noch das Ding benutzen. Ich muss ja mit dem Pfeil ranschießen und dann mich rüberschwingen. Von all den Möglichkeiten, die es gibt. Genau. Da bin ich wieder. Seid ihr auch alle da? Ja. Wo kann man hier noch Schönes hin? Da geht's auch noch mal lang. Ist das irgendwie wichtig oder so? Ach so, nee. Komme ich von hier wieder zurück zum Lager? Das wäre natürlich gut. Sind wir jetzt wieder auf der Seite? Ja, ne? Ja, da ist das Lager. Okay. Dann... Oh, ich kann wieder ein Waffe-Upgrade machen. Habe ich schon wieder genug eingesammelt? Das ist ja toll. Na dann machen wir... Komm, dann machen wir nochmal die Pumpgun. Die wird jetzt hier aufgemotzt. Das gute Ding. Hinken wir da nicht mehr so hinterher. Gepolsterter Griff, komfortabler Griff, reduziert die Anstrengung beim Feuern und damit den Rückstoß. So. 54%. Zack, ist das Ding gar nicht mehr so schlecht. Das ist doch schön. So, und jetzt muss ich erstmal noch gucken. Hätte gar nicht rausgehen müssen. Ist es denn jetzt ein Schnellreiselager? Sieht so aus, ne? Sonst ist das ja inaktiv. Wir sind... Ja, wo sind wir denn? Wie heißt denn das Ding, wo wir sind? Zitadellenplatz, genau. Und jetzt gehen wir nochmal hier eben zum Funkturm. Muss jetzt mal kurz laden. Aber wenn wir... Ich weiß jetzt nicht, wie viele Münzen wir haben. Ich weiß jetzt gerade nicht, wo man nachgucken kann. Macht ja auch nichts. Ich benutze auch ziemlich wenig, nur damit wir immer schnell weiterkommen im Moment. Aber vielleicht ist schnell auch anders. Ich mache das im Moment so ein bisschen Freestyle-mäßig, dass ich die Karte relativ wenig benutze. Also von dem, was man an Verstecken und Geheimnissen und Pipapo finden kann. Ich könnte natürlich auch viel öfter reingehen und gucken, wo ist was. Und das dann
gezielt suchen. Ich mache das aber lieber irgendwie gegen Ende lieber und lauf erstmal mal dahin und mal dahin. Ich finde das auch irgendwie realistischer. Lara weiß ja auch nicht direkt, wo alles ist. Und man kann ja am Ende nochmal gucken, wo wir die letzte Flagge finden zum Abfackeln. Und um alle Herausforderungen und die Gräber und das alles nochmal gezielt zu suchen. Es kostet ja auch sehr viel Zeit, immer direkt nach Karte zu gehen. Und im Moment mache ich das eher so, man sieht ja schon durch die Fähigkeit, die wir gelernt haben, durch die Wände, wo was ist. Das ist ja auch schon eine große Hilfe. Dann sehe ich immer, okay, da habe ich noch was nicht eingesammelt und ich denke, das ist in Ordnung. Und ich weiß jetzt, wie gesagt, deswegen nicht, ob wir genug Münzen haben. Ich gehe jetzt mal eben schnell zum Funkturm und guck mal, ob wir da noch was kaufen können. Weil ich finde, wenn wir jetzt, je mehr Angriffen wir gerade standhalten müssen, dann sind natürlich Waffen-Upgrades und so nicht schlecht. Und 69% sind ja auch schon recht viel. So, und da oben hockt er doch drin, oder wie war das? Wenn wir erwischt werden, sage ich, dass ihr mich mit vorgehaltener Waffe gezwungen habt, das Zeug zu holen. Scheiße, ich hab nicht nichts genug. Für Ungold. Ich hab nicht genug. Hab ich irgendwas anderes, was ich bei ihm noch kaufen kann? Oh Mann, nicht mal den Gewehrgranatwerfer, das ist ja blöd. Nein, ich brauche auf jeden Fall noch mehr Verfeinerungswerkzeug. Upgrade-Werkzeug, das einen weiteren Rang aller Waffen-Upgrades freischaltet. 175. 140. 140. Also mindestens 140. Ja, ciao. Das war's schon wieder. Wo sehe ich denn, wie viele Münzen ich eingesammelt habe? Sehe ich das hier bei meinen Relikten? Nein. Hier bei gewöhnlich, exotisch. Sonst was? Wo habe ich das denn? Byzantinische Münzen. Hier haben wir sie. Okay, damit ich mal weiß, wo man das findet. Kostbare Goldwährung für den Handel mit bestimmten Personen. Zu finden in Verstecken, die durch das Übersetzen von Monolithen entdeckt werden können. In Spendenbehältern und an antiken Städten. Ein Monolith, meine ich, fehlte auch noch. Okay, das nächste Mal weiß ich, wo ich die Münzen finde. Dann brauchen wir nicht hier extra hinreisen. Das dauert jetzt leider wieder kurz mit dem Laden. Oder ich mache einfach einen Cut. Haha. So, zack, da sind wir wieder in der verlorenen Stadt. Und jetzt geht's wieder nach Plan. Leider haben wir echt... Ich dachte, man findet immer viel mehr Münzen auf einmal. Das wäre natürlich viel schöner gewesen. Kann ich damit was machen? Kann ich die abschießen? Wieso kann ich die denn abschießen? Oh! Zerstören sie alle kopflosen Statuen in Kitesh. Ach so, ich kann die abschießen. Ich wundere mich immer, warum die angezeigt werden. Ja, ein bisschen Randale, alles klar. Randale! Okay, das war ein anderes Spiel. Ich kann die Statuen... Ja, darauf freue ich mich schon. Die ganzen Statuen mal ordentlich wegzuballern. Das ist ja gut zu wissen. Kann ich den da ran? Nein. Aber ich kann nur von der anderen Seite, ne? Manchmal kann ich das nicht sehen. Irgendwie. Oh, hier sind wir wieder. Nein, 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 nein. Oh Gott. Das war wieder... Oh nein, ich bin so blöd. Ich bin schon wieder mit Enterhaken gesprungen und merke noch im Sprung. Scheiße, ich brauche den Pfeil wieder. Oh, ich blöde. Ah. Ja, ich weiß. Ja, das war blöd. War ich auch schon. Okay. Ja. Hm?
So, drüben sind wir. Hoch geht's. Ab zum nächsten Actionkram hier oder anderen Geheimnissen oder was auch immer. Aha, was haben wir hier? Was kann ich damit machen? Ich muss nach oben auf den Turm, aber das Eis ist im Weg. Das heißt, das Ding muss dagegen irgendwie kloppen, ne? Kann man da ranspringen? Das sieht so aus, als ob man da ranspringen kann. Das Gewicht könnte gehen. Ja. Also du kannst da aber nicht... Nee, das kannst du nicht. Kann ich das hier irgendwie kaputt machen? Nein, will ich auch nicht. Okay. Ich muss es irgendwie zerschlagen. Ja, mit dem Ding. Aber wie komme ich auf die Seite? Hör mal. Geh mal hier hoch. Oh, hier liegt ja noch was. Karte aktualisiert. Geheimnisse entdeckt. Da ist auch dieses Ding, was ich am Anfang immer gesucht habe. Ja, ne? Mhm. Schon klar. Mhm. Kann ich das vielleicht drehen? Und dann hängen wir uns dran. Genau. So, jetzt machen wir da den Stab rein. Der ist ein bisschen hoch, ne? Kommt sie da ran? Oh Gott, das war jetzt aber knapp. Tordurchbruch. Zerstören Sie das Tor mit Hilfe des Katapults. Nein, jetzt kommen bestimmt wieder Angriffe. Das letzte Mal beim Katapult kamen auch welche. Da sind doch hier bestimmt auch wieder welche. Oder? 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 Ist das noch so ein Ding zum Abfackeln? Nö. Sehe ich von hier vielleicht eine Flagge, die ich noch abfackeln kann, wenn wir schon mal hier sind? Nein. Nein. Okay, dann gehen wir noch oben. Ach Gott, Katapult, komm. Wo dreh ich's denn gerade hin? Wo soll's denn hin? Da zu dem Tor, ne? Einmal rundherum. Ach, das ist zu. Da ist ein Hindernis. Das muss ich aus dem Weg schaffen. Ein Hindernis. Das geht ja so nicht. Aber das sieht ja aus, als könnte man das da eigentlich irgendwie rankriegen, oder? Aber von hier nicht, nehme ich an. Heißt das, ich muss jetzt... Das ist ein Hindernis. Ja. Das muss ich aus dem Weg schaffen. Wie komme ich denn jetzt hier mal rüber? Herr Fischer! Ich kann das Katapult immer noch drehen. Vielleicht komme ich so darüber. So. Danke, dass du mit mir redest, Lara. Dann müssen wir es ja nochmal drehen. Und dann wieder drehen. Was für ein Gedrehe. Genau. Ja, wunderbar. Das ist jetzt da befestigt und reicht das jetzt schon? Das zieht dann das Ding raus? Oder nicht? Nicht?
dachte, es zieht das jetzt so automatisch raus. Weißt du? Jetzt hängt das da aber so dran. Was soll denn das? Voll das Rätsel hier und so. Ja, mach mal. Das geht nicht. Die Drehung des Katapults sollte ausreichen, um das Seil zu bewegen. Ach so. Dann muss ich noch weiter drehen. Ah, okay. Hat geklappt. Ja, dann. Jetzt kümmere ich mich um das Tor. Er ist ein bisschen hoch, ne? Ist ein bisschen weit weg. Voll weit weg. Hinter die Stadt. Bam. Ist schon mal nicht schlecht, aber reicht das? Nein, das war viel zu weit weg. Das ist doch gut. Das könnte reichen. Schon wieder. Passt durch. Nur noch ein Schuss. Komm, schöner Kopftreffer, schön weit weg. Jawohl. Und der war schön weit weg. Ja, ist ja gut. Nun, was mache ich denn jetzt? Wo soll ich jetzt hin? Ja. Ich geh mal runter. So. Ist auch alles gut. Die sind schon erledigt, glaube ich, die Typen. Oh, das musste ich mal drehen, glaube ich. Sonst wird das nichts. Mhm. Das sieht ja schon mal gut aus. Was ist das da oben? Das ist wieder so ein Gewicht. Das mache ich gleich. Das sieht... Todesangst. Das mache ich gleich mit dem Gewicht. Da ist auch ein Gewicht. Okay. Aber das hat ja schon mal ganz gut eigentlich geklappt mit dem ganzen Kram, den ich hier mache. Kommt wieder spannende Musik. Ich weiß immer nicht, wie es für euch zum Zuschauen ist, aber es macht halt echt Spaß zu spielen. Auch wenn es vielleicht manchmal gar nicht so aussieht. So, was mache ich jetzt? Ich dachte, damit soll ich eher was durchbrechen, aber dann nicht. Hoch mit dir, kleiner Klettermax. Kommen die Typen hier auf einmal auf mich zu. Brechen Sie das Eis vom Getriebe und feuern Sie das Katapult ab. Mache ich. Okay, das ist schön. Das ist jetzt da rumgekommen. Kann ich hier vielleicht auch nochmal hoch? Oder so? Gehen wir mal hier um die Ecke. Da liegt auch noch was. Das nehmen wir natürlich mit. Die Mongolenarmeen müssen vom Eis begraben worden sein, bevor sie die Hauptstadt angreifen konnten. Ja, Wahnsinns, Wahnsinns Eis- und Schneekulisse. Boah, guckt euch mal das an. Hier kommt richtig so das Wasser auch runter, wo man hier ist.
ist toll. Möchte ich da hin? Ich bin ja hier rübergekommen. Ich glaube, ich will da gar nicht wieder zurück. Wir haben was anderes vor. Ich frage mich, was wir jetzt wieder machen können. Das dritte Katapult hier machen. Aber es wird wieder nicht einfach funktionieren, oder doch? Wenn alles eingefroren ist, kann ich nicht zielen. Ja, also ich muss das erstmal alles hinkriegen. Gehen wir mal hoch. Geht das Ding jetzt runter? Nein, es bleibt so. Sehr schön. Okay. Können wir das hier... Ah, wir können das miteinander verbinden. Kann das sein? Jawohl. Das sollte den Arm ausbalancieren. Verstehe. Hier ist noch ein Rucksack. Ganz in der Ecke versteckt. Karte aktualisiert, Geheimnisse entdeckt. So soll es sein. Und das kann ich jetzt runterkicken. Nein, 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 nein. Bitte nicht. Das wollte ich... Ich wollte das ja nicht... Ach, der wird wahrscheinlich von alleine gezogen, ne? Wenn ich jetzt hier runtergehe... Noch ein Gewicht. Letztes Mal hat's geklappt. Na, dann muss ich ja hier runter. Anders komme ich da ja gar nicht mehr lang, glaube ich. Ist das noch eine Fackel zum Abschießen? Okay. Nein. Ich muss nur den Kranarm drehen und das Gewicht in Position bringen. Den Kranarm drehen. Da kann ich nicht lang. Kann ich den irgendwie noch mehr nach oben holen oder so? Oder, oder von hier genau. So. Ein bisschen höher. Ein bisschen höher. Ein bisschen höher. Und damit wollte ich das ausgleichen. Kann ich den jetzt runterholen? Oder den jetzt so, weißt du? Dann, damit das Gewicht erstmal ausgeglichen wird. Und dann muss ich den zurückholen. So, jetzt hole ich den zurück. Weil das Gegengewicht ist jetzt schon dran. Weißt du? Muss ich da wieder hochklettern und dann sollte es eigentlich gehen. Wie? Bisschen höher. Ist es noch nicht hoch genug? Was ist der wieder? Hä? Ich hab den doch. Da war doch das Ding dran. Wo ist denn das jetzt? Dass das Gewicht da dran ist. Hä? Soll da noch was ran? Soll ich den irgendwie noch befestigen irgendwo dran? Das verstehe ich jetzt gerade nicht. Irgendwas muss da noch ran, damit das, damit das höher geht. Der Hebel an dem Kübel könnte den Abflussmechanismus schließen. Der Hebel an dem Kübel. Ja, Leute. Oh Gott, die Zeit, die Zeit, die Zeit. Da ist auch noch was in der Ecke. Das nehme ich auch noch mal mit hier. Das ist ja immer gut für die Waffen-Upgrades hier. Das Eisen, glaube ich. Ja, Hebel, Gewicht und so. Mache ich das nächste Mal, ne? Bis dann!